Ohne Regeln geht es nicht. Das ist ein Schrubber. Das ist ein Ausgang. Das ist eine Corona-Regel. Das ist ja schon wirklich schlimm. Und das ist Piepenpaula. Und das ist der Mann mit Aluhut. Um das alles zu verstehen, gehen wir doch einfach mal 10 Minuten zurück. Piepenpaula sitzt gemütlich im Park und freut sich, dass sie alle Corona-Hilfen bekommen hat. Sie hat sogar den Altmaier-Bonus für Unternehmensberater beantragt, die 4.000 Euro dann nochmal locker im Sack, 9.000 Euro Unternehmerprämie nochmal bekommen, Kurzarbeitergeld ist beantragt, die Beschäftigten arbeiten allerdings aber auch den ganzen Tag durch und bekommen 60% nur ausbezahlt, weil der Kunde bezahlt ja auch 100%, also alles doppelt verdient. Gibt's ja wohl nicht. Also alles richtig gemacht. Bis so ein kleiner, aber feiner Anruf kommt. Der hat Piepenpaula so mächtig in Rage gebracht. Sie stürmt auf in ihr nächstes Objekt. Bei so viel Aufregung kann man ja auch mal den Ausgang mit dem Eingang verwechseln. Oder? Ups, Vorsicht, halt, Eimer! Ja, ich bin Piepenpaula. Und mit Geld spielt man nicht, das verdient man sich. Ja, und wie man sieht, was da an der Wand ist, das ist ja schon wirklich schlimm. Also, Kurzarbeitergeld und sowas, das braucht man heutzutage nicht. Dafür verdient man sich doch das Geld heutzutage hier. Das gibt es nicht. Und dann ist da noch der Mann mit dem Aluhut. Der Aluhutträger heißt Olaf. Olaf kennt das Internet in- und auswendig und jede Verschwörungstheorie. Doch gelegentlich hat Olaf ja auch mal recht. Er redet den Beschäftigten ein, dass sie jetzt einen Mindestlohn in der Gebäudereinigung von 12 Euro fordern sollen, den Weihnachtsbonus, den die Arbeitgeber das letzte Mal verlangt haben und tatsächlich noch nicht bezahlt haben, das noch offen ist. Ja, und er setzt sich ein für die Corona-Regeln. Mindestens Abstand, eine Schrubberbreite in der Gebäudereinigung. Hier nochmal ein Archivbild. Also immer eine Schrubberbreite Abstand halten beim Arbeiten. Das ist ja nicht Piepenpaulas einziges Problem. Da ist ja noch der Mann mit dem Aluhut. Olaf hat nicht nur Husten und keine Maske, aber Olaf weiß, 12 Euro Mindestlohn in der Gebäudereinigung ist fair. Weihnachtsgeld ist fair, ein Corona-Bonus wäre auch noch fair. Ja, aber Piepenpaula lässt sich das nicht so einfach gefallen. Endet den kleinen Streik. Sie schmeißt Olaf hat Husten durch die Tür wieder raus. Nur doof gelaufen, dass es der Eingang schon wieder verwechselt. Aber wer sich raus ekeln lässt, kommt von hinten wieder rein. Wenn die mich so ärgern, dann hau ich hier jetzt auch gleich wieder ab. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie Packungsbeilage oder fragen einen von der Gewerkschaft. Ups, Vorsicht. Oder holen sich den Mann mit dem Aluhut.